Moin Leute, wir sind in der neuen Runde und geht direkt los. So, bist du hier auch noch bei mir oder bist du woanders? Wo ist bei dir denn? Ja. Oh. Ja, ich war am Boden zerstört, als ich hörte, dass mein Onkel in Gul'ran umgekommen ist. Aber er hat mir immer gesagt, dass ich seinen Ring erben würde, falls ihm etwas zustößt. Ich fürchte, ich bin kaum in der Lage, mich zu verteidigen. Aber wenn ihr mich begleiten könntet, um die Ruinen im Ödnisstreifen zu durchsuchen, wäre ich sehr dankbar. Meine Familie hatte dort ein Haus und er hat ihn vergraben, um ihn sicher zu verwahren. Der alte Mann war schon etwas paranoid. Wir treffen uns dort. Oh, danke. Ich hoffe so, dass er noch hier ist. Es würde mir so viel bedeuten. Ja, die Quest hatte ich beim letzten Mal noch angenommen. Ich hatte ja mal Platz für eine Quest, die habe ich beim letzten Mal schon angenommen, die Seitenquest. Mach mal einen Schluck auf, ne? Katastrophe. Kann man hier irgendwas verkaufen? Nee, da kannst du nichts machen. Was soll ich dann tun? Zu mir kommen. Wir müssen weiter in die Quest. Ich bin etwas unten auf der Karte, ich bin schon vorgelaufen. Okay. Ich hab. Kann ich nicht was verkaufen? Nee. Darf ich das nicht? Nee, das. Oder hast du gar keinen Platz mehr? 3. Ansonsten können wir auch einmal kurz in die Stadt gehen, ja. Ist doch schnell, oder? Ja, einmal T drücken und dann. Boah. E? T, ja, für Town Portal. Ja. Dann musst du nur gleich durch das Town Portal wieder zurück, dann kommst du an der gleichen Stelle wieder raus. Genau. Ich hatte gestern oder heute mir ein Video angeguckt zu einem Necromancer. Und der hat ein krasses Bild gebaut und der hat 16 Millionen Schaden rausgehauen. Wo ich mir einfach nur denke, das ist so krass, ne? Weil ja, da sind wir so weit noch von entfernt. Na, komm, alles weg. Baller ich mal die komischen Ringe noch, eben, oder die Rubin, besser gesagt, in die Truhe. Boah, ey, mein Schluckauf soll weggehen, ne? Katastrophal. Ihr braucht Stahlarbeiten? Reparaturen? Gute Ausbeute. Oh, und wieder zurück. Aber wie gesagt, die meisten Builds, die Totenbeschwörer-Builds, die auf Damage gehen, gehen alle immer auf Knochenfertigkeiten und halt null Skelette. Ob sie auch die falsche. Ups. Was, die falsche? Ja. Ja. So ist das. Ja, irgendwie. Ja, weil du halt massig. Du kriegst halt massig Schadensmultiplikator, wenn du. Ne, und Crit-Chance und keine Ahnung, was kannst du halt massig hochschrauben. Das multipliziert sich ja wohl alles, ne? Also. Ist ja nicht so, dass es halt plus gerechnet wird, sondern immer alles mal genommen wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment bin ich so mit meinem Skelett und Golem-Bild ganz zufrieden. Also wie gesagt, ich denke mal, wenn wir jetzt noch bis Level 150. Insgesamt kannst du ja, glaube ich, in der, weiß ich nicht, 54, 58 Talentpunkte vergeben. Ich glaube, wenn ich so die Punkte, die ich mir noch angucke, da noch reinkriege, dann sollte ich halt mit meinen Skeletten und mit dem Golem auch genug haben. Während ihr in der Stadt wart, habe ich über Elias Pläne nachgedacht. Während ihr in der Stadt welches wart, der habe ich geringen über Übel er beschwören will.
Was er Gul'ran antat, ist ein Hinweis. Er hat es in Blut getränkt. Das bedeutet, sein Ziel ist wahrscheinlich Duriel oder Andariel. Was macht das für einen Unterschied? Duriel ernährt sich vom Schmerz des Leibes. Andariel bevorzugt die Qualen des Geistes. Wer auch immer es ist, sollte Elias Erfolg haben, werden viele weitere Städte Gul'rans Schicksal erleiden. Wir können nur noch hoffen, dass er die Beschwörung noch nicht abgeschlossen hat. Duriel, Ariel, was da? Ja, ne? Weiß ich Bescheid. Das kleinere Übel, oder? Der Tunnel befindet sich in einer versteckten Nische. Ist doch alles selbsterklärend. Ja. Oh, er attackiert auch, oder was? Was meinst du? Der gute Lorat. Alles klar, danke. Wobei ich aber auch merke, boah, ich schluck auf, ne? Wenn ich meine Kadaver-Explosionen hier nicht benutze, Leichen-Explosionen und so, dass ich dann auch deutlich weniger Schaden mache. Also die machen auch schon ordentlich Damage. Ne? Was war denn? Achso. Einfach mal schlucken. Könnte es das sein? Könnte. Zwei Säbel. Genau wie Oyunes beschrieben hatte. Hab ich dich gerade weggeschubst? Weiß ich auch nicht. Ich wollte eigentlich die Leiter hoch, aber ich stand wohl mit dem Rücken zur Leiter und dann habe ich so einen Dash gemacht. Das ist so, dass ich gerade zeitgleich mit dir geklickt habe, und einer geht nur einer auf die Leiter und da habe ich gesagt, das? Vielleicht. Stimmen. Stimmen? Ja, ich brauche mehr Beute. Okay. Und ihr werdet es bekommen, sobald Elia ein großes Werk vollbracht hat. Welches Werk? Groll. Ach, das ist warum da, okay. Wer ist Boll? Weiß ich nicht. Mehr Fleisch. Ihr werdet es bekommen. Welches sobald Werk? Elias sein großes Werk vollbracht hat. Welches Werk? Ihr werdet schon sehen, Brol. Die Samen, die wir gesät haben, werden Früchte tragen. Gul'ran wird neu geboren. Und damit auch... Welches Werk? Fleisch haben. Elias. Er ist bereit, Andariel in die Welt zu rufen. Ihre Kraft wird uns unvorstellbar mächtig machen. Und natürlich werdet ihr mehr Fleisch haben. Ich will zusehen,
Gewiss, großer Brohl. Ihr werdet der Ehrengast sein. Hallo? Jo. Wie findest du Brohl? Ja, aber der ist bei mir einfach verschwunden und den er kaputt gemacht hat, ist danach wieder aufgestanden. Irgendwie war die Katze ein bisschen verbuggt. Deswegen kann er auch auf ihn draufkloppen, weil er schon einfach wieder aufstehen kann. Ja, genau. Und wie gesagt, er war dann auch mal weg und kurz bevor die so ausfadete, einfach bumm, stand der wieder. Andaria, die Herrin der Qual. Das ist das geringe Übel, das er beschwören will. Mögen die Himmel uns beistehen. So, Andariel ist das geringe Übel, ja? Ja, gut, alles klar. Also, die Story ist schon ewig. Ich weiß nicht, was ich davon halten wollte. Ja, ich wollte gerade sagen, also, das ist auch... Was? Es ist auch manchmal echt komisch, ja? Wäre vielleicht sinnig, mal die ganzen Cutscenes vielleicht hintereinander zu sehen, aber... Ich bin jetzt gar nicht schlecht gemacht, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt... Verwirrend, ey. Also nicht wirklich erklärt. Nee, zu viele Namen. Also gut, man kennt ja viele Namen normalerweise so von den Diablo-Spielen, die ich bisher gespielt habe, aber davon gibt es ja irgendwie keine mehr. Das ist halt, der Lorat hat halt irgendwie ja von Deckard Cain die Rolle übernommen. Gar keine Gegner. Ja, ne? Ich weiß gerade auch nicht. Irgendwie sieht hier alles gleich aus. Einfach nur spazieren gehen. Ich höre halt komische Geräusche, aber das kann auch mein Eisengolem sein. Und hier ist noch eine Truhe. Ein bisschen Gold. Ich habe irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Töte 150 Gegner vom Typ Krieger oder was? So aus wie eine Kiste, ist aber keine Kiste. Also langsam unser Urteil der Mutter. Irgendwas hat die gerade gemacht, was Damage machte. Ein Vorboss. Na, ne, ich wollte gerade sagen, es war irgendwie zu einfach. Was habe ich denn? Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken. Alle Werte plus 16. Chance von bis zu 5% verletzte Nicht-Elite-Gegner hinzurichten. Okay. Kostenreduktion für Essenz. Das ist natürlich auch geil. Einmal Ult wasten oder was? Muss so sein. Kommt auch in einer Minute zurück. Ah.
Ich glaube so. Nicht genug Energie. Ich muss doch was testen. Genau, wenn ich 100 Energie einsetze, dann wird die Ult um 4 Sekunden zurückgesetzt. Okay, ich glaube so. Wenn du was machst? 100 Energie einsetze, dann wird die Ult um 4 Sekunden reduziert. Okay, das ist natürlich geil. Ja, ja, aber... Das Problem ist, ich muss vielleicht noch irgendwie Attacken, Aktionen haben, wodurch ich mehr Energie bekomme. Weil ja, halt. Das stimmt wohl dann, ja. Weil das. Seht euch das nur an. Also Regeneration, weil dann kann ich natürlich mehr Energie einsetzen und desto schneller. Er muss vorhaben, Andaria zu beschwören. Aber seine Nachforschungen hat er hier angestellt. Seht euch um. Vielleicht finden wir Hinweise, wo das Ritual stattfinden wird. Zeichnung 3 Schreier, die jeweils eines der großen Übel darstellen. Diablo, Ball und Mephisto. Unter den Darstellungen hat Elias geschrieben, nur die Gesegneten vermögen den Pfad zu öffnen. Also die großen Übel sind Diablo, Ball und Mephisto. Ah, jetzt verstehe ich ungefähr, was kleinere Übel bedeutet. Hier habe ich noch was. Im Zentrum der Karte liegt der Tempel der großen Übel. Eine uralte Anlage, die unter dem Berg Sivo begraben liegt. Notizen wurden auf das Papier gekritzelt. Da sind wohl Berechnungen, wie viele Einwohner Gulrans für die Ausgrabung des Tempels vonnöten wären. Aha. Da kommt das Spiel auf, weil Diablo war früher der, in dem man gekämpft hat, oder was? Ja, genau. Diablo war früher... Und der ist der Typ, der ist irgendwie mit Lilith verwandt oder so? Wir sind halt alle aus der Hölle, ne? Was? Sind halt alle aus der Hölle irgendwie, ne? Wenn die großen Übel kommen, finden sie keine leichte Beute vor. Andariel, wir werden gekettet an das Herz von Gulran. Unsere Wiedergeburt. Ihr böses Treiben wird nicht hier eingeschlossen bleiben. Es wird das Land in Leid ertränken. Das ist schierer Wahnsinn. Leid in dieser Stadt der Ganz im Gegenteil. Und Elias' Verstand ist klar, ausnahmsweise einmal. Als ich ihn kannte, suchte er nach einer höheren Bedeutung. Ich konnte sie ihm nicht geben, und so wandte er sich Lilith zu. Ich hielt ihn nicht auf. Ich ließ zu, dass er das hier wurde. Jetzt haben wir die Chance, es wieder gut zu machen. Bevor die Dinge noch schlimmer werden. Ja, wir haben, was wir brauchen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, aber geht irgendwie um Streit innerhalb der Hölle? Oder was? Weiß ich auch nicht gerade irgendwie. Einen Ausgang finden. Wie ich Elias kenne, muss er für den Ernstfall einen Fluchtweg gehabt haben. Mal kicken, sprechen wir mit Lorat, der weiß bestimmt Bescheid. Hinter dem Regal. Das ist wohl das Einzige, was er von mir gelernt hat. Sachen hinterm Regal zu verstecken, oder was? Oh. Ihr wusst doch direkt welches. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance dazu hatte. Wir müssen uns beeilen. Okay, machen wir. Durch dunkles Glas. Okay, also hier wurde auf jeden Fall ein bisschen gemetzelt anscheinend, wa? Hm? Ja, hier wurde ein bisschen gemetzelt. So, wo müssen wir denn hin? Da hoch. Dann gehen wir am besten hier links über den Teleporter, wa?
Nicht in der Stadt. Was für eine Stadt? Nicht so lange ich in der Stadt. Na, ne? Was? Komisch. Also das ist für mich jetzt keine Stadt. Nee, ich wollte gerade sagen, aber alle Wegpunkte sind Städte anscheinend. Oder Stadtgebiete. Aber man soll es ja auch nicht zu komplex machen, ne? Ja. Wenn es da Stadt ist, ist es dort auch Stadt. Ja, ist wahrscheinlich, weil da ein Mensch stand. Sonst könntest du ja versuchen, diesen Menschen umzubringen. Stand da ein Mensch? Ja, da stand irgendwie einer, deswegen. Irgendwo in diesem Paradies hat die Triune ihren alten Tempel zurückerobert. Leider können wir nicht einfach hineinspazieren. Elias hat Nachforschungen zu Schreinen von Mephisto, Baal und Diablo angestellt. Nur die Gesegneten vermögen, den Pfad zu öffnen. Ja, aber ein Segen von den großen Übeln, das ist verdammt riskant. Wenn das der Schlüssel für den Tempel ist, gehe ich das Risiko ein. Ja, damit fangen wir an. Ich muss ja auch gerade überlegen, ich weiß auch gar nicht, wo das zeitlich spielt, das hier. Ob das vor den Diablo-Teilen eigentlich ein Spiel oder danach? Danach. Meine Ahnung, ne? Kann ich... Was weiß ich, 30 Jahre danach oder irgendwie so. Hast du den letzten Diablo-Teil auch die Story? Ja. Hat dich das interessiert? Ja, Teil 3 habe ich ja nie wirklich gespielt. Ich habe es irgendwann mal mit dem Barbar so ein bisschen durchgerusht, ne? Aber ich glaube, da habe ich alles storymäßig weggedrückt. Bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Wie gesagt, das war so im Eilverfahren mit den Barbaren. Einfluss hat jeden der Geschichte verursacht. Stets sucht er den Konflikt. Sprecht seinen wahren Namen. Thor Balos. Thor Balos. Er hat uns getötet. Geht es euch gut? Es geht mir gut. Ja. Noch 2 Schreine. Diablo und dann Mephisto. Bleibt stark. Also wir machen das, um das Ritual zu verhindern, oder? Ja, irgendwie so, ne? Wo ist dieser Elias? Das versuchen wir irgendwie zu verhindern, dass der das Ritual ausführen kann. Herold der Mutter. Mhm. Ah. Jetzt weiß ich erst, wie ich das mache. Diese Spezialisierung. Okay. Die werden markiert und die muss ich angreifen und dann erhalte ich 4 Sekunden lang unbegrenzte Energie. Ah, okay. Da muss ich nach den suchen quasi, nach den Gegnern. Jetzt hast du den getötet, den ich eigentlich angreifen muss. Tut mir leid.
Diablo. Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen. Jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht seinen wahren Namen. Al Diabolos. Al Diabolos. Wieso passt das eigentlich? Passiert das nur uns? Er spricht den Namen doch auch aus. Eigentlich müsste er doch auch umfangen. Weil wir irgendwie mit diesem eine Verbindung haben. Mit Lilith, ja, das kann sein, ja. Wir sind die Auserwählten. Boah, da war aber ziemlich lang, das aufzufällen. Das innere Auge. Das geht ja auch wieder zurück. Also fast aufgeladen. Jetzt, wo die Gegner weg sind, wa? Ja, müssen wir ein bisschen beeilen. Oder geht das jetzt zurück? Ja, das geht langsam zurück. Ich brauche mehr Essenz. So einen angreifen, jetzt ist schon wieder kaputt. Aufgeladen. Oh, da hatte ich dann 4 Sekunden. Also es lohnt sich voll, wenn du richtig riesen Waves hast, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, bei so Stützpunkten und keine Ahnung was, ne? Da waren ja unendlich viele Gegnermassen und bei diesen World Events da, ne? Ach so, hier. Mephisto. Der Herr des Hasses. Vater von Lilith. Seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits. Mephisto ist der Vater von ihr. Ich komme damit zurecht. Seht ihr? Die Macht hier bringt euch bereits aus der Ruhe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich damit zurechtkomme. Ich habe euch doch gesagt, was ich sagen soll und such dann den Tempel. Sagt mir, was ich sagen soll und such dann den Tempel. So sei es. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen Dul Mephistos. Aber seid vorsichtig. Ja, okay. Mal gucken, was soll. Ist passiert. Mein Portal ist nur aufgegangen. Diesmal sind wir nicht mal umgefallen. Vielleicht sind wir das letzte Mal umgefallen, weil wir eben keine Verbindung mit denen hatten. Weiß ich nicht. Ab rein da.